Die Ausreise aus Armenien dauert unendliche 4 Stunden, die Einreise in die Republik Iran dafür nur 3 Stunden. Gelassenheit und Geduld sind angesagt. Iran. Jetzt sind wir im Iran. Juhui, juhui. Wie kreist sind wir noch nicht? Geld nehmen wir immer, oder? Ja. Also einen schönen guten Abend, liebe Damen und Herren. Wir haben das geschafft. Also wie ihr seht, alle haben Kalenderpassage, alle sind eingestempelt. So, und jetzt fahren wir nach Jolfa. Und das, die Fahrt dauert circa 1 Stunde 20-30 Minuten. Roadbook bis Tabriz. Ja, und dann besprechen wir Programm in Iran. Werden noch besser mit Cyrus kennenlernen. Also Cyrus kennen Sie schon kurz, ja? Ja. Er präsentiert sich noch heute Abend ein bisschen mehr. So, und jetzt verteilt er uns das Geld, 50 Euro pro Auto, wie das schon versprochen wurde. Ich soll gleich Freunde. Unsere Reiseroute wird geändert, da wir auf dem Landweg nicht in Aserbaidschan einreisen können. So dürfen wir das Kaspische Meer nicht mit der Fähre überqueren, sondern müssen es südlich umfahren und kommen so früher als geplant in den Iran. In 17 Tagen legen wir 2090 Kilometer zurück. Die Einreise in den Iran erfolgt von Armenien kommend beim Grenzübergang Norduz-Agarak. Die Iran-Highlights: In Tabriz die blaue Moschee und der historische Bazar. Im kleinen Ort Baramen ein Tiermarkt. In Bandar Anzali und Cheboksar nächtigen wir direkt am Kaspischen Meer. Es folgt eine Nacht am Balasht-Bergsee, die Stadtführung in Teheran und im Lehmdorf Kusche sehen wir eine gut erhaltene Karawanserei. Im Hafen von Amirabad müssen wir die Wohnmobile für die Verschiffung abgeben und von Gorgan fliegen wir nach Aktau in Kasachstan und warten dort auf unsere Fahrzeuge. Ja. Erster Kilometer im Iran. Eine gute Straße. Einfach ein bisschen dunstig ist es. Auf einer guten Straße müssen wir noch 72 Kilometer fahren, dann endet der doch lange und harte Tag. Unser erster Stellplatz ist der gepflasterte Sportplatz beim 5-Sterne-Hotel Imperial in Jolfa. Sind wir die Letzten? Mhm. Die erste Etappe im Iran stellt keine großen Ansprüche an die Fahrkunst, aber nach den harten Tagen in Armenien haben wir dies verdient. Entspannt erreichen wir die Stadt Tabriz und den Stellplatz im El Goli Park. Direkt vor unseren Wohnmobilen gibt es Morgenfitness, aber nur für Frauen. Alle tragen lange Kleider, Kopftuch und eine Mütze. So rutscht das Kopftuch während den Übungen nicht weg. Die
Dima und Ines geben nacheinander einer lokalen Fernsehanstalt Auskunft über unsere Reise. And it is Ancient City on the Silkway. Stadtführung in Tabriz. Als erstes schauen wir uns die blaue Moschee an. Sie war einmal außen und innen mit blauen, wertvollen Kacheln geschmückt. Innen sind die Kacheln noch gut erhalten. Gemächlich schlendern wir zur nächsten Sehenswürdigkeit. Der historische Basar soll angeblich der größte überdachte Basar der Welt sein. Cyrus leitet uns geschickt durch den weit gefächerten Markt. Tabriz war eine der wichtigsten Stationen auf der historischen Seidenstraße. Hier gibt es noch frische Rosen, weil diese Rosenwasser kommt aus Kaschan und Kaschan ist ganz heiß. Wenn man in Kaschan diese Rosenwasserdestillationsprozess besichtigen will, Den bekam ich nicht, man holt es. Thank you.
Das Mittagessen nehmen wir auch im Bazar ein. Lammkebab mit viel Reis und einer Tomate. Beim Schauen. Ja, das ist das Muster. Jetzt habe ich aber Dieseltanken im Iran stellt hohe Ansprüche an die Logistik. Wir als ausländische Touristen dürfen nur in der Gruppe, an einer vorbestimmten Tankstelle und nur in einem vorher festgelegten Zeitfenster den Treibstoff fassen. Es ist nur eine Zapfsäule im Betrieb, so dauert die Übung über eine Stunde. Der Aufwand lohnt sich, denn ein Liter kostet nur 2 Rappen. Musst du schauen? Da sagt es dann schon der Dimi. Warte noch nicht runter. Wir verlassen jetzt Tabriz. Jetzt haben wir gerade getankt, das war ein bisschen aufregend. Und jetzt fahren wir ans Kaspische Meer nach Astara. Das sind etwa 300 Kilometer, viel Autobahn. Im kleinen Ort Barmen schalten wir einen langen Stopp ein. Auf einem riesengroßen Gelände findet ein quirliger Tiermarkt statt. Gehandelt werden vor allem Kühe, aber auch Wasserbüffel. Ungestört kann ich filmen und fotografieren. Im hinteren Teil des Platzes werden Schafe und Ziegen gekauft und verkauft. Thank you.
Jetzt gegen den Mittag herrscht Aufbruchstimmung. Transportiert wird die Fracht in den landesweit typisch blauen kleinen Nissan Trucks. Seit nun fast 40 Jahren ist das Kultfahrzeug der wichtigste Transportversorger, vor allem auf dem Land. Ardabil, wo wir jetzt hineinkommen. Der von der Rennleitung für heute empfohlene Abstecher zur Gisum Beach, gelegen am Kaspischen Meer, brechen wir nach drei Viertel der Strecke ab. Unzählige Autos drängen auf der schmalen Waldstraße zum Strand. Wir parken unser Fahrzeug und laufen zu Fuß weiter. Nach 20 Minuten Fußmarsch kehren wir um und beenden den Abstecher. Wir sind wieder zurück beim Auto. Ich glaube besser. Ist ja Horror. Da kann ich auch gut kehren. Hallo! Ich komme mit dir nachher sicher noch die Jung. Wir sind am Kaspischen Meer. Jetzt laufen wir hier am Strand runter. Beim Stellplatz im Bandar Anzali sehen wir erstmals das Kaspische Meer von nahe. Es wellt kräftig und Frauen dürfen nur mit den Kleidern baden gehen. Lotti hält nur die Füße rein. Mit Taxis hasten wir zum Hafen und ziehen Schwimmwesten an. Sirus organisiert Boote und mit denen preschen wir zur nahen Lagune.
Für einige Meter wird das Tempo gedrosselt, um dann wieder mit Vollspeed zurückzurasen. Vom Kaspischen Meer weg machen wir einen Abstecher ins urchige, aber touristische Bergdorf Masulé. Es liegt auf einer Höhe von 1050 Meter am Nordabhang des Elburzgebirge. Wir unternehmen einen Abendspaziergang durch das Dorf. Oh, wie zu Hause. Meine Mutter kocht aber in der Beste. Ah ja. Mein Zahnarzt und die Nachbarn. So, und geht mal langsam, Schluck und nochmal einen Schluck, aber Zucker ist hier immer noch. Unser heutiges Nachtlager liegt wieder am Kaspischen Meer. Den ganzen Nachmittag regnet es wellenartig und sehr intensiv. Wir nutzen eine kurze Regenpause für eine schnelle Fotosession am Strand unten. Der wird es immer enger, aber dann wollen wir in der Mitte fahren, so also uns ein bisschen breit machen und jetzt ist wieder gut. Wir rumpeln länger durch stark bewohntes Gebiet, dem Kaspischen Meer entlang, bis zum Abzweig nach Teheran. Für die Einkäufe von Frischprodukten ist Lotti heute zuständig. Es folgt ein kurzes Stück Autobahn, bevor wir auf einer kurvenreichen, steilen Nebenstraße hochfahren zu einem Bergsee. Today.
Hier am Wallaschsee auf fast 1000 Meter Höhe sind wir noch 150 Kilometer nördlich vom Teheran. Unter Anleitung von Dima kochen wir gemeinsam ein usbekisches Fleischbluff. Zuerst schnippeln wir das Gemüse. Die Zutaten in der Reihenfolge, wie sie in den Kessel kommen. Sesamöl, Pflanzenöl, Fett, Schwanzfett, Zwiebeln, Salz, Kreuzkümmel, Rindfleisch, Lammfleisch, Karotten, Knoblauch, Rosinen und zum Abschluss viel Reis. Die ganze Kochzeremonie dauert ca. 3 Stunden. Alle schon eingekocht. Oh, Gerd, du bekommst genug. Da gibt es ja noch die Gegend. Jetzt weißt du, warum da noch ein Topf ist. Ja. Wir machen auch viel so im Kessel. Das kochen nicht. Hallo, dann. Spischu. Показаться на глаза. Я к маменьке родной, меня засосала опасная трясь. Постой, паровоз, не стучите. Уагашауэн, авердербаген Ich bliebe so gern bei dir, Linde, aber der Wagen war Wagen der Rolf. Was sehen in der Schenke, zittert Rosse. Auf einer langen und engen Bergstrecke überqueren wir das Elbursgebirge. Es geht hoch bis 2600 Meter. Dann folgt ein 6,5 Kilometer langer Tunnel und auf der Südseite, wie bei uns im Tessin, scheint die Sonne. Und die trockene Landschaft glitzert in der gleißenden Sonne. Unser Stellplatz liegt südwestlich von Teheran beim Khomeini-Schrein. Auf dem riesigen Gelände hat es angeblich Platz für 20.000 Fahrzeuge. Da haben sie überall übernachtet, auf dem grossen Parkplatz. Im Bus murksen wir uns durch den dichten Morgenverkehr ins Zentrum von Teheran.
du da, Mann! Wir besichtigen ausgiebig den Golestan-Palast. Er war bis zur Errichtung der Islamischen Republik offizieller Sitz der persischen Monarchen. Siebenundsechzig fand hier die Krönung von Mohammad Reza Pahlavi statt, dem letzten Schah von Persien. Auffallend die vielen pompösen Spiegelsäle. Dann stürzen wir uns ins kribbelige Getümmel vor dem Basar. Mittagessen. Wie immer im Iran ist die Menüauswahl eingeschränkt. Der Safran-Reiskuchen-Kebab schmeckt gut, aber das Stück ist viel zu groß. Auf der südlichen Umfahrung verlassen wir Teheran. Das Navigations-App leitet uns perfekt. An dieser Stelle möchte ich unsere Reisegruppe vorstellen. Ab Teheran wird sie aufgestockt von 8 auf 10 Fahrzeuge. Ute und Roman, wie auch Magda und Dieter, mit 2 Bimobilen wechseln von der Alra-Gruppe zu uns. Zur Info, dieser Clip wurde in Kasachstan aufgenommen. Das Dorf Kusche
hat mit seinen vielen Lehmbauten mehrheitlich seinen Charakter bewahrt. Außerhalb des Dorfes steht auch eine gut erhaltene Karawanserei. Reisende auf der alten Seidenstraße konnten hier mit ihren Tieren und Handelswaren sicher nächtigen und sich mit Lebensmitteln versorgen. Leider ist das einzige Tor der Karawanserei verschlossen. Na ja, kommt schon vorbei. Zum Übernachten dürfen wir wieder in die Berge, auf einer malerischen Route durch kleine Dörfer und über einen hohen Pass. 2150 Meter sind wir jetzt da. Okay. Oh, nicht Mit Cirrus wandern wir eine halbe Stunde hoch zu den hübschen Travertin-Terrassen. Sie liegen auf 1840 Meter und entstehen über Jahrtausende durch Ablagerungen von Carbonatmineralien aus heißen Quellen. Im ruhigen Städtchen Tamgan sehen wir uns die alte Tarikhane-Moschee an. Sie stammt noch aus vorislamischer Zeit und ist 2300 Jahre alt. Sie diente wahrscheinlich als Feuertempel für religiöse Zeremonien der Zoroastrier. Das Minarett steht außerhalb der Anlage, war einmal sicher 30 Meter hoch, die Spitze ist aber eingestürzt. Das Alter wird auf rund 1000 Jahre geschätzt. Sie ist schwierig auf das Bild zu bringen. Ja, noch ein bisschen rechts, noch ein bisschen durch, auf die andere Seite, links, links. Ja. Da noch, nein, nein, hinteren, hinteren, hinteren. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich bin reif für das Haare schneiden. In einer Viertelstunde sehe ich wieder jung und frisch aus. Dann geht's weiter nach Charut,
wo wir letztmals Diesel tanken im Iran. Oberhalb der Tankstelle baut der Tankstellenbesitzer eine Fantasieanlage mit einem Piratenschiff, Wasserfall und sonstigen Verrücktheiten. Eingang ist schon. An der Abenteuerhöhle wird intensiv gearbeitet. Fußnah besuchen wir das Grab von Bayazid Bastami. Er war ein Asket und auch ein Erforscher der Askese. Das Mausoleum ist zugleich noch eine Moschee. Die Frauen müssen für die Besichtigung einen Chador anziehen. Dies sorgt für viel Heiterkeit. Bayazid Bastami hinterlässt selbst kein Werk, aber seine Schüler und Anhänger stellen seine Reden zusammen, die in Büchern erhalten sind. Und teilweise hier auch von Ken Field getötet wurden. Aber die Iraner haben diese Leute verehrt und hat hier Mausoleum gebaut. Das Kaspische Meer aber. Zum Abschluss steht noch eine lange Etappe auf dem Programm. Wir überqueren nochmals das Elburzgebirge, diesmal von Süd nach Nord, aber weiter östlicher als bei der Anfahrt nach Teheran. Wir kommen wieder an das Kaspische Meer, wo die Verschiffung der Wohnmobile nach Kasachstan vonstatten gehen soll. Am 11. Juli 2022 fahren wir zum Hafen Amirabad. Wir reihen uns auf, ein Reisebus fährt vor und wir warten im gekühlten Bus auf die nächsten Schritte. Dafür müssen wir aufs Vollgelände, aber angemeldet schon. Charlotte. Die Halter dürfen dann ihre Wohnmobile selber in das Hafengelände fahren. Später sammelt Oleg im Bus alle Zünd- und Aufbauschlüssel ein, denn erst morgen findet die eigentliche Zollabfertigung statt. Zu später Stunde Ankunft im Hotel in Gorgan. Wir gehen eine feine Pizza essen. Am 13. Juli befördert uns ein Bus zum internationalen Flughafen von Gorgan. Ah,
Unser Flug startet mit Verspätung um 22.30 Uhr. Er dauert 1,5 Stunden. Die Ankunft in Aktau, Kasachstan, ist nach Mitternacht Ortszeit. Die lokalen Guides erwarten uns schon und mit drei Toyota Hiace Minibussen werden wir ins Hotel Holiday Inn transferiert. Ja. Willkommen. Willkommen. Ja. In Kasachstan. In Kasachstan, ja. Jawohl. Aktau. Auf Russisch reden überall. Haben Sie gelernt etwas? Nachtrag. Wir sind schon einige Tage im Hotel in Aktau. Da gibt es Aktuelles von unserer Wohnmobilverschiffung. Das Frachtschiff hat den Hafen Amirabad im Iran verlassen. Die Fahrzeuge werden über eine von Oleg gebaute Rampe auf das offene Cargoschiff gefahren. Es sieht alles sehr abenteuerlich aus.